Hallihallo und herzlich willkommen zu Piratenpoker. Ja, was ganz Besonderes heute an Ostern, ein kleines Special auf unserem Kanal. Wir werden heute Piratenpoker spielen und zwar in The Book of Unwritten Tales 2, was eigentlich ein klassisches Point-and-Click-Adventure ist, das ich euch übrigens nur sehr, sehr empfehlen kann, wenn ihr Fans seid von solchen Adventures. Ist ja ein sehr, sehr lustiges Spiel. Aber ich möchte das ganze Spiel nicht mit euch komplett spielen und let's playen, weil ich finde irgendwie solche Adventures sollte man irgendwie selbst spielen, Rätsel lösen und die Lösungswege finden. Das sollte man selbst machen und nicht einfach nur zuschauen. Aber hier in dem vierten Kapitel des Spiels gibt es einen netten Teil, wo man Piratenpoker spielen kann und das möchte ich heute zusammen mit euch machen. Wir sind hier auf einer Pirateninsel. Und da gibt es natürlich einen bösen, bösen Piraten, den roten Piraten, der sitzt da unten am Tisch und mit dem werden wir jetzt Piratenpoker spielen. Ja, und warum machen wir das? Fragen wir ihn doch einfach mal. Um was wird beim Piratenpoker denn überhaupt gespielt? Beim Piratenpoker, da wird um hohe Einsätze gespielt, oder? Ich meine, würden wir spielen und ich gewinnen, dann schuldest du mir etwas, richtig? Theoretisch. In der Realität würde ich jedoch gewinnen und du schuldest mir dann etwas. Und was zum Beispiel? Wenn ich gewinne, dann bleibst du ein Jahr hier auf Tugator und leistest mir Gesellschaft. Und wenn ich gewinne? Wie wäre es mit dem Leben deiner beiden Freunde? Nee, ich hätte lieber etwas Richtiges. Ein formschönes Piratenoutfit? Kleidung und Hut mit allem Drum und Dran? Das klingt schon besser. Abgemacht. Also, wenn wir gewinnen, kriegen wir ein schickes Piratenoutfit. Na, wenn das nicht passend ist. Ansonsten müssen wir unser nächstes Jahr hier auf dieser Insel verbringen. Ja, also, Piratenpoker, worum geht's? Was sind denn die Regeln? Also schön. Wie sind die Regeln des Spiels? Am besten machen wir ein Testspiel. Wir beide haben einen Würfelbecher mit 5 Würfeln. Die Würfel gehen von 1 bis 5. Außerdem gibt es einen Stern, der für jede Zahl stehen kann, wie ein Joker. Würfel! Das ist jetzt aber nur ein Test, richtig? Ja, das Spiel zählt noch nicht. Wie beim normalen Poker kann man ein Pärchen, zwei Pärchen, einen Drilling, ein Full House, eine Straße und so weiter würfeln. Okay, verstanden. Ich habe ein Full House. Glaubst du mir das? Natürlich nicht. Du bist ein Pirat. Nicht so schnell. Wenn ich meinen Becher aufdecke und ich habe nicht gelogen, hast du verloren. Also, denke genau darüber nach. Sage ich die Wahrheit? Ja, jetzt können wir eben hier auswählen, ob wir ihm glauben, also ich glaube dir oder ich glaube nicht. Und unten sehen wir eben, was wir gewürfelt haben. Wie er vorhin schon gesagt hat, das ist ein bisschen ähnlich wie das echte Poker mit Karten, nur haben wir leicht abgewandelte Regeln und wir würfeln natürlich. Und er sagt, er hat ein Full House, ich glaube ihm das einfach mal nicht. Du lügst. Pech, ich habe nicht gelogen. Verdammt. Eigentlich hättest du jetzt verloren. Aber tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. Nun musst du mir sagen, was du gewürfelt hast. Du kannst mir die Wahrheit sagen oder lügen. Hauptsache, du sagst etwas Höheres als ich. Alternativ kannst du auch eine beliebige Anzahl von Würfeln aufnehmen und einmalig neu würfeln, bevor du mir sagst, was du auf dem Tisch liegen hast. Also, Würfel in den Becher legen und neu würfeln. Oder mir sagen, was du hast. Was soll es sein? Gut, also wie gesagt, ist noch Testlauf, somit können wir gerade noch üben. Würfel behalten, aber hier würde es sich eigentlich sehr anbieten. Wir haben 2 Vierer und wir haben 2 Einser, also würfeln wir den Zweier nochmal neu. Vielleicht kriegen wir dann ein Full House raus. Mal schauen. Und ja, haben wir tatsächlich, denn der Stern ist ja der Joker sozusagen. Und somit hätten wir ein Full House, was uns jetzt tatsächlich nicht viel bringt, weil er ja auch gesagt hat, dass er ein Full House hat. Das heißt, eigentlich müssten wir ihn überbieten. Deshalb lügen wir jetzt auch mal und sagen, ich habe einen Vierling. Du lügst.
Verdammt. Woher weiß er das? Die Steine da. Pro gewonnener Partie erhält man einen. Wer als erstes 3 Steine vor sich liegen hat, ist der Sieger. Gut, also der Testlauf... Wollen wir loslegen? Der Testlauf hat nicht funktioniert, aber das ist ja egal. Wir spielen jetzt um unser Piratenkostüm. Und ja, wundert euch nicht, die gute Dame ist etwas Lust schwanger. Auf eine Runde Piratenpoker? Immer! So, diesmal machen wir ihn platt. So, er würfelt zuerst. Jetzt würfeln wir. Und was kriegen wir unten? Ich habe ein Full House. Glaubst du mir das? Er hat ein Full House. Full House ist schon ziemlich stark. Wir hätten unten auch die Möglichkeit tatsächlich auf ein Full House. Wir haben aber auch schon mit den Sternen einen Vierling. Ich glaube ihm das erstmal. Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Und ich würde sagen, wir würfeln jetzt den Zweier nochmal. Dann haben wir nämlich tatsächlich schon eine Chance auf einen Fünfer. Und den würfeln wir jetzt neu. Und bitte eine 4 oder noch einen Stern. Eine 1, das ist doof. Aber wir haben einen Vierling. Ich habe einen Vierling. Ich glaube dir. Nicht glauben. Anzweifeln, dann hätten wir gewonnen. Das ist doof. Jetzt macht er wieder. Ich habe einen Fünfer. Das muss er jetzt sagen. Also er muss jetzt mich übertrumpfen. Und ich glaube ihm nicht, dass er einen Fünfer hat. Das glaube ich nicht. Du lügst. Yes. Damit habe ich gewonnen, würde ich sagen. Wuhu! 1-0 für uns. Also Best of 5 sozusagen, wer zuerst 3-mal gewonnen hat. Runde 2 für uns. Wir würfeln neu und wir kriegen... Oh, ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie steigen wir ein? Sollen wir direkt mit einem Full House einsteigen? Fände ich fast blöd. Ich würde sagen, wir steigen mit einem Trilling ein. Das haben wir tatsächlich. Kann ich nicht nochmal würfeln? Nö, kann ich gerade nicht. Ich würde sagen, wir steigen mit dem Trilling ein. Das ist nicht gelogen und wir haben beim nächsten Mal noch die Möglichkeit, uns aufzuwerten. Ich habe einen Trilling. Du lügst. Hahaha. Noob. Huch. Wieder gewonnen, oder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr gut. Das läuft ja wie geschmiert hier. Super. So. Unser neuestes Würfelergebnis. Ich habe eine Straße. Glaubst du mir das? Eine Straße. Hm. Wir haben gerade mal nur einen Trilling. Aber ich muss es ihm eigentlich fast glauben. Weil, also, es ist nicht... Ich weiß es nicht. Eine Straße ist natürlich so mittendrin. Also, wir haben ein Pärchen, 2 Pärchen und einen Trilling. Und dann kommt die Straße und drüber ist nur noch Full House, Vierling und Fünfer. Ich könnte ihm natürlich jetzt mal glauben. Und wenn er danach tatsächlich einen Vierling oder einen Fünfer hat, dann muss er schon... Ich glaube ihm erstmal. Ich glaube dir. Also schön. Würfle erneut oder sage mir, was du hast. Gut, also dann würfeln wir nochmal. Wir hauen die 5 rein und die 2. Diese 3 hier behalten wir auf alle Fälle. Und dann ist die Chance doch gar nicht so schlecht, dass wir vielleicht was Gutes kriegen. Komm, Vierling. Yes! Sehr gut. Das heißt, wir haben sowohl ein Full House als auch einen Vierling. Wenn er vorhin tatsächlich eine Straße hat, er wird danach auf alle Fälle Fünfer sagen. Komm, ich habe einen Vierling. Passt schon. Ich glaube dir. Ha. Er glaubt uns. Jetzt sagt er einen Fünfer. Ich habe einen Fünfer. Natürlich hat er jetzt einen Fünfer. Glaubst du mir das? Wenn er vorhin eine Straße hatte und auf einmal einen Fünfer, dann ist das relativ unglaubwürdig. Aber ich muss ihm jetzt nicht glauben. Also ich kann auch gar nichts anderes auswählen. Du lügst. Aber er muss lügen. Yes! Yes!
Super! Sage einmal, wenn ich 3 Steine habe und du hast gar keine, was genau bedeutet das noch? Das... Du hast betrogen! Habe ich nicht. Und wenn du nicht willst, dass jeder von unserem kleinen Spiel erfährt, würde ich an deiner Stelle keine Szene veranstalten. Aber... Mein Gewinn? Danke. Sehr gut. War mir ein Vergnügen. Pokerface gleich noch eine Trophäe mitgenommen und das hat ja relativ gut funktioniert. Und jetzt gehe ich natürlich mal hier runter, dass man unsere Dame etwas besser sieht und ziehe uns natürlich hier unser Piratenkostüm an. Haha! Und ich glaube, das werde ich jetzt den Rest des Spiels tragen. Ja, das hat doch was. Das hat sich doch schon mal sehr gelohnt. Ich laufe tatsächlich noch mal ein bisschen herum, dass man das ein bisschen besser sieht. Das hat jetzt recht souverän funktioniert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es etwas schwieriger ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe das noch nicht geschafft. Ich habe die Trophäe ja sofort bekommen. Und naja gut, hier sieht man es eigentlich auch nicht viel besser. Aber man erkennt, es ist ein Piratenkostüm. Und ja, somit sage ich schon vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Und ich spiele jetzt noch weiter im Piratenkostüm. Yay! Bis dann. Tschüss.